Einsatz, Kampfgeist und jede Menge Tore gab es vor wenigen Tagen beim Landesfinale des Mattenhandball-Volksschulcups in Bernbach zu sehen. Einmal mehr wurde der Bewerb vom Steirischen Handballverband in Kooperation mit dem Landesschulrat Steiermark veranstaltet und einmal mehr haben sich die jungen Nachwuchshandballer im Kampf um den Titel ins Zeug gelegt. Aller guten Dinge sind drei. Heuer erstmalig im Freien, auf Rasen im Schlossbad Bernbach. Perfekte Bedingungen. Passt super. Super gepasst hat es vor allem auch den Kindern. Diese haben sich teilweise intensiv auf den Bewerb vorbereitet, was auch an dem einen oder anderen wohldurchdachten Spielzug ersichtlich war. Aber vor allem hatten sie Spaß und Freude am Handballsport. Und genau das ist es ja auch, was Organisator Didi Beisel erreichen will. Unser Bestreben war jenes, eben diesen Volksschulcup einzuleiten bzw. einer Kontinuität zuzuführen. Und das ist jetzt der dritte Volksschulcup. In Summe haben in der ganzen Steiermark 76 Schulen daran teilgenommen. Heute hier beim Finale 24 Schulen bzw. Mannschaften aus der ganzen Steiermark. 90 Spiele in Summe. Perfekt. Auch einige Handballtalente konnten beim Volksschulcup übrigens ausgemacht werden. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja in diesem Jahr bereits den einen oder anderen Handball-Nationalteamspieler der Zukunft vor unsere Kamera bekommen.